Ein wunderschönes Hallöchen, willkommen auf unserem Kanal. Ich bin der Fexi und nehme euch mit auf die Reise in Star Citizen. Jetzt ist es soweit. Am 19. und am 20. wird die CitizenCon eröffnet in Manchester und Tür und Tor können die ganzen Fans auf jeden Fall die CitizenCon besuchen, die sich damals ein Ticket gekauft haben. Ich bin sehr gespannt, ich werde auch live vor Ort für euch sein. Von den 18. an bin ich in Manchester und werde eine Live-Berichterstattung vor Ort machen, damit ich die ganzen Emissionen von der Con einfangen kann, um euch die direkt auf die Couch nach Hause zu bringen. Also checkt auf jeden Fall unseren Live-Kanal aus, TwitchTVFexi, wo ich dann jeden Tag da sein werde. Der Kanal wird 24/7 für euch verfügbar sein. Und wenn wir dann mal nicht da sind, wird eine Wiederholung laufen zu dem, was wir eingefangen haben und was wir erlebt haben. Also checkt aus, würde ich mich sehr darüber freuen. Und es wird dazu auch noch ein cooles Giveaway geben. Ich werde eine Retaliator für euch raushauen, die ihr dann auch noch dazu gewinnen könnt. Also es wird sehr spannend, cooles Giveaway dabei, coole Con, geile Eindrücke. Also bleibt dran, es wird cool. Es wird auch immer wieder Upgrades-Videos auf unserem YouTube-Kanal geben. Also bleibt auch hier sehr gerne dran oder auf unserem Instagram-Account. Dann seid ihr auf jeden Fall immer auf dem neuesten Stand, wo wir uns gerade in Manchester befinden, was wir gerade machen, was wir erlebt haben, damit ihr natürlich keine Eindrücke zu der CitizenCon direkt verpassen würdet. Die nächste coole Information, die ich dabei habe, das war der Evocati-Test vor ein paar Tagen mit der 4.0 in der PTU-Phase, wo es wirklich sehr gut funktionierte. Und ihr werdet es nicht glauben, die Jump Points waren auch eingearbeitet in Engine und sie funktionierten sogar. Ihr habt richtig gehört, man konnte sogar den Jump Point durchfliegen und man war direkt drüben auf der nächsten Seite im Pyro-System und man konnte auch wieder zurückfliegen und der Hammer ist, dass es tatsächlich geklappt hat über den Server-Mesh. Also der Server-Mesh funktioniert, das Pyro-System war drinne, auf dem PTU, auf dem Evocati-Build und meines Erachtens sah das Pyro-System noch einiges besser aus, was ich so miterleben durfte. Leider konnte ich selber nicht spielen, da ich durch die CitizenCon sehr viel eingebunden bin, mit mehreren Meetings, die ich jetzt gerade von habe, mit meiner Crew. Deswegen war es sehr, sehr, sehr schade, dass ich selber nicht testen durfte. Dennoch habe ich es nebenbei miterlebt und die Leute waren sehr begeistert, was sie erlebt haben mit der PTU, mit der 4.0, mit Pyro, mit Stanton, alles zusammen auf dem Server Mesh verbunden und es lief sogar die Jump Points über das ATS, ATC konnte man den Jump anfragen und direkt rüberspringen in das nächste System. Und was ich mitbekommen habe, dass das Pyro-System noch hübscher, noch besser aussah zu dem, was wir schon vor ein Jahr spielen durften. Und es war auch so ziemlich vieles drinne, was man auch schon begehen konnte. Also Let's Go, es sieht sehr gut aus mit der 4.0. Deswegen vermute ich auch, dass wir dieses Jahr auf jeden Fall die 4.0 in der Wave for All bekommen werden, Ende des Jahres. Vielleicht sogar live, wenn es so aussieht, wie es jetzt aussah, könnte ich mir sogar vorstellen, dass sie das CRG 4.0 noch live bringen wird. Aber das werden wir dann abwarten, wenn es soweit ist. Denkt immer daran, das sind unterschiedliche Teams. Die Teams, die an der 3.24.2 arbeiten und die Teams, die an der 4.0 arbeiten, sind unterschiedliche Teams. Na klar haben sie auch Überschneidungen mit den Technologien, aber generell sind das unterschiedliche Teams, die an den unterschiedlichen Themen arbeiten. Deswegen dürfte 4.0 eigentlich nicht so weit zurückfallen von der Entwicklungsstufe her, weil es ja ein anderes Team ist, was daran arbeitet. Also es wird sehr spannend, denn die Technologie jetzt funktioniert auch mit dem Server-Mesh weiterhin, wo es auch grandiose Tests jetzt gab in der letzten Zeit, wo wir mit 2000 Leute auch getestet haben auf dem technischen Preview-Client, was einigermaßen funktionierte, nicht richtig gut mit 2000 Mann, aber selbst mit 500 bis 600 Mann waren die PTU-technischen Preview-Clients sehr gut spielbar und jeder konnte es testen und man konnte auch alles machen im Server-Mesh-Test. Also auch hier große Fortschritte, die CRG hier gerade nach vorne geht. So viel einmal dazu. Denkt daran, wir sind jetzt in Manchester demnächst. Es wird jetzt auch mehrere Upgrade-Videos geben auf unserem Live-Kanal hier, wo wir auch sind, auch bei TwitchTVFexi und natürlich auch bei Instagram und natürlich auf YouTube. Also wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, verfolgt unsere Kanäle, wäre eine sehr nette Geste. Für den Wochenstart bin ich erstmal raus. Also wir freuen uns auf die CitizenCon, auf alle neuen technischen Errungenschaften, die wir erleben werden und natürlich die neuen Raumschiffe, die wir auch erleben werden. Denkt daran, was einer gesagt hatte auf dem Bar Citizen, Star Citizen spielt man nicht, da kauft man Raumschiffe, lieben. Ich bin gespannt, was CRG dieses Jahr rausbringen wird. Ich bin erstmal raus, bis zum nächsten Video, ciao.